Genau, wir werden uns heute der Fragestellung widmen, wie man die rechtlichen Grundlagen in technische, didaktische bzw. organisatorische Maßnahmen überführen kann. Dem liegt zugrunde, dass wir relativ einfach oder deutlich einfacher technische, didaktische oder auch organisatorische Maßnahmen treffen können. Rechtliche Grundbedingungen zu ändern, dauert deutlich länger. Wir werden diesen Workshop in vier Teilen durchführen. Eine ganz kurze Einleitung von mir und meinem Kollegen Alain werden wir uns auch bei der Gelegenheit gleich noch einmal kurz vorstellen. Wir werden dann ganz kurz das Feld vermessen, und zwar entlang der zwei Beispiele, die von Alain an der Bergischen Universität Wuppertal implementiert wurden, als auch bei uns an der Freien Universität. Und danach werden wir uns entlang der genannten vier Kriterien, Recht, Organisation, Technik und Didaktik, einmal der Frage widmen, wie das bei Ihnen an den Hochschulen gemacht wurde, beziehungsweise sagen wir mal, welche Löcher oder Lücken sich an dieser Stelle noch ergeben. Der Workshop-Teil wird den größten Teil unserer Veranstaltung heute ausmachen. Der kleinere Teil wird am Anfang unsere Einführung sein. Also wir folgen so ein bisschen diesem Flipped-Classroom-Ansatz heute, in dem Sie natürlich alle sich im Vorfeld idealerweise den Vortrag von dem Kollegen Herrn Dieterich schon einmal angeschaut haben. Genau, Vorstellung der Moderatoren. Ich würde an der Stelle mal einsteigen und sagen, Alain, wenn du vielleicht einfach kurz beginnen möchtest, ein bisschen über deine Historie berichten kannst. Ja, sehr gerne. Guten Morgen auch von mir an alle. Mein Name ist Alain Keller. Ich bin an der Uni Wuppertal der Service Owner für E-Prüfungen. Das heißt, ich stelle das mit meinem Team für die gesamte Universität, für alle Lehrenden, den Service elektronische Prüfungen zur Verfügung. Wir bieten da ja von den technischen Möglichkeiten zur Durchführung über didaktische und technische Beratung bis hin eben zu technischem Support während den Prüfungen so ein Gesamtpaket für unsere Lehrenden an. Und genau, ich bin da in dem Bereich schon ja seit einigen Jahren tätig jetzt, und war es davor eben auch als Hilfskraft fast durch mein gesamtes Studium. Also bin irgendwie schon länger in dieser E-Learning- und E-Prüfungsblase gefangen. Ja, mein Name ist nochmal zur Wiederholung Alexander Schulz. Ich bewege mich im Bereich der digitalen Prüfungen seit 2005, also mittlerweile seit 16 Jahren. Ich habe an der Freien Universität den Aufbau von verschiedenen Szenarien im Bereich digitaler Prüfungen mit begleitet. Wir haben 2008 bis 2011 solche sogenannten Bring Your Own Device-Räume zunächst betrieben, weil unsere damalige Hoffnung war, oder vielmehr nicht nur unsere, sondern eigentlich die der Universitätsleitung, dass doch die Verbreitung von studentischen Notebooks derart hoch ist, dass man damit natürlich auch die Investitionskosten für etwaige Infrastruktur durch die Universität etwas geringer halten kann. Dem wurde dann damals allerdings noch etwas Einhalt geboten, aufgrund von auch rechtlichen Einschätzungen, dass die Erwartungshaltung zumindest unter nicht-pandemischen Bedingungen nicht diejenige sein kann, dass man solche Infrastrukturfragen komplett an die Studierenden auslagert. Und dann haben wir uns an der Freien Universität 2011 entschieden, einen Prüfungsraum aufzubauen. Das ist das sogenannte E-Examination Center. Das haben wir 2013 eröffnet, und jetzt haben wir 2019 das zweite E-Examination Center eröffnet. Das Nummer 1 hat 151 Prüfungsplätze, das 2 hat 180 Prüfungsplätze. Das 1er wird jetzt momentan gerade wegen Sanierungsarbeiten nicht betrieben, abgesehen von der Pandemie natürlich. Aber so, dass wir davon ausgehen, dass die Sanierungsarbeiten im nächsten Jahr fertiggestellt sind, sodass wir mit rund 330 Prüfungsplätzen plus 10 behindertengerechte Plätze ab 2022 wieder in einen größeren Betrieb einsteigen können. Genau, wir haben im vergangenen Jahr, und da werde ich nachher kurz was drüber erzählen, das Konzept E-Examinations at Home mit auf den Weg gebracht, pandemiebedingt. Wir haben über 110.000 Prüfungen alleine durchgeführt im 2013 bis 2020 an Präsenzprüfungen. Durch die Pandemie ist das natürlich nochmal deutlich durch die Decke gegangen. Wir liegen jetzt momentan irgendwo
zwischen 20.000 und 25.000 Prüfungen, die wir pro Semester digital abwickeln. Genau, seit 2017 koordiniere ich den gesamten Arbeitsbereich E-Learning und E-Examinations gemeinsam mit meinem Kollegen Jochen Dietz, der Ihnen möglicherweise an anderer Stelle auch schon mal über den Weg gelaufen sein könnte. Genau, und ich freue mich sehr, mit Ihnen gemeinsam heute diese Veranstaltung durchführen zu dürfen. Ich bin, wie gesagt, Herr Greiner, nicht ganz sicher, ob wir es schaffen, die rechtlichen Grauzonen aufzuklären. Das habe ich mir hier gerade bei Ihnen notiert. Ich habe diesen kleinen Disclaimer ja vorne weggebracht. Alain und ich sind keine Juristen und Jura ist in diesem Feld natürlich mit ganz speziellen Bedingungen vorbelastet. Insofern werden wir uns hauptsächlich darauf konzentrieren, das zu interpretieren und übersetzbar in die Anwendung zu bringen, ne? Entlang auch natürlich der Vorschläge aus dem genannten White Paper. Wir fangen einfach mal mit den rechtlichen Rahmenbedingungen an, die so in Nordrhein-Westfalen gelten. Da haben wir das Hochschulgesetz und dort gibt es den Paragraph 64 Prüfungsordnungen. Und da steht eben drin, was man so in Prüfungsordnungen regeln sollte oder auch kann. Darauf aufbauend haben die Hochschulen, dann eben auch die Bergische Universität Wuppertal, Prüfungsordnungen gestaltet. Das Ganze wurde dann natürlich unter Corona-Bedingungen durch die Corona-Epidemie-Hochschulverordnung, die noch bis Oktober diesen Jahres gegolten hat, eben ein wenig flexibilisiert. Also da gab es den Paragraph Online-Prüfungen, der sagt, okay, ihr könnt Prüfungen online machen. Und es gab den Paragraph 7 Prüfungen und Prüfungsordnungen, der sagte, okay, Pandemie, haben wir eine Sondersituation, ihr könnt relativ einfach die eine Prüfungsform durch eine andere Prüfungsform ersetzen, wenn das jetzt durch die Pandemie irgendwie erforderlich geworden ist, weil eine Prüfungsform nicht mehr so gut umsetzbar ist. Normalerweise ist man ja an die Prüfungsformen gebunden, die in der Prüfungsordnung drinstehen. Also wenn ich in der Prüfungsordnung drinstehen habe, ein Modul schließt mit der Klausur ab, dann kann ich eben nicht hergehen und kann da jetzt eine mündliche Prüfung machen. Das heißt, ich bin immer an das gebunden, was in der Prüfungsordnung steht. Genau. Wir hatten aber im Hochschulgesetz NRW schon seit Oktober 2019 tatsächlich drinstehen, in der Prüfungsordnung kann geregelt werden, dass Hochschulprüfungen in elektronischer Form, also das wären E-Prüfungen, oder in elektronischer Kommunikation abgelegt werden können. Also elektronische Kommunikation, das heißt, da wären eigentlich schon ja, Online-Prüfungen, zumindest laut Hochschulgesetz, eigentlich seit 2019 schon ohne weiteres möglich gewesen. Das ist natürlich sehr dünn. Dieser Paragraph sagt erstmal, okay, könnt ihr machen. Dieser Paragraph wurde jetzt zum 1.11. diesen Jahres noch ein wenig konkretisiert. Da kam jetzt noch der Paragraph hinzu, hierbei sind besondere Bestimmungen zum Datenschutz zu treffen. Also ein wenig konkretisiert. Also elektronische Prüfungen sind möglich vor Ort. Es sind auch Prüfungen in elektronischer Kommunikation, also Online-Prüfungen möglich und man soll dabei bitteschön auf den Datenschutz achten. Das Ganze muss man dann natürlich umsetzen in Prüfungsordnungen. Bei uns hat sich jetzt durch Corona in Wuppertal sogenannte Annex-Prüfungsordnungen ergeben. Das ist ein Mittel, um eben die bestehenden Prüfungsordnungen, die wurden dann von den jeweiligen, Fakultäten eben Annex-Prüfungsordnungen für alle Studiengänge beschlossen, in denen dann drinsteht, dass man das jetzt auch online machen kann, die Prüfungen. Das wurde da eben dann zusätzlich geregelt, sodass man dann tatsächlich eine rechtliche Basis hat, die vom Hochschulgesetz über die Prüfungsordnung dann geregelt ist und wir somit erstmal rechtlich da die Grundlage haben, um überhaupt online prüfen zu können. Wie haben wir das in Wuppertal organisiert? Wir haben in Wuppertal für alles, was das Digitale angeht, einmal das Zentrum für Informations- und Medienverarbeitung, in dem ich auch arbeite,
Und dann haben wir noch das Netzwerk Digitalisierung und Lehre. Das ist ein Netzwerk, das zentral gesteuert ist und aber MitarbeiterInnen in allen Fakultäten hat und dann spezifische, ja, auch fachdidaktische und eher eine technische Beratung auf die Fächer in den einzelnen Fakultäten hin bietet. Und wir arbeiten eng zusammen, also dieses Netzwerk Digitalisierung und Lehre und die Abteilung E-Learning im ZIN. Und wir bieten eben für alle Lehrenden dann gemeinsam Beratung und Informationen an in Form von Workshops, aber auch individuellen Einzelfallberatungen. Und das eben entlang dieser didaktischen und technischen und organisatorischen Schiene. Und die digitalen Distanzprüfungen, also elektronische Prüfungen in Distanz, aber auch vor Ort, die werden zentral eben durch die Arbeitsgruppe, in der ich bin, angeboten. Wir betreuen die Lehrenden da von der Erstellung bis zum technischen Support am Klausurtag, stellen da zentral das System zur Verfügung und managen das. Und dann gibt es natürlich noch dezentral mündliche, schriftliche und sonstige digitale Prüfungen. Genau, also das wird dann nicht mehr zentral durch uns gemacht, sondern da gibt es zur technischen Umsetzung eben hauptsächlich Zoom, das wir als Cloud-Lösung bei uns im Betrieb haben. Da können die Lehrenden dann quasi ihre schriftlichen Prüfungen oder auch mündliche Prüfungen oder wenn jetzt praktisch irgendwas vorgeführt werden muss, kann das eben dann auf Distanz per Zoom gemacht werden. Da gibt es eben auch Leitfäden zu, die erstellt wurden zentral. Und das ist auch in der Annex-Prüfungsordnung geregelt, was da gezeigt werden soll, kann von den Räumen der Studierenden, wie das Ganze eben abzulaufen hat. Also da können die Lehrenden quasi dezentral ihre digitalen Prüfungen über Zoom machen. Es sei denn, das sind elektronische digitale Prüfungen. Da haben wir dann noch L+ als Prüfungssystem mit im Spiel. Und da gibt es dann quasi diese zentrale Lösung mit dem Support durch das ZIN, bei dem wir die Lehrenden eben bestmöglich unterstützen, dass das dann auch ordentliche Prüfungen am Ende sind und die weder die Lehrenden noch die Studierenden an irgendwelchen technischen Hürden scheitern. Und da ist eben die zentrale Organisation wichtig, da natürlich auch geschaut werden muss, dass immer ein Support da ist, wenn es mal technische Probleme geben sollte, aber auch quasi die Last auf den Servern gut verteilt sein muss. Sowas muss man dann gegebenenfalls organisatorisch auch lösen. Genau, und als letztes, wir haben auch noch ein Moodle, über das eben auch sowas wie Open Book Prüfungen stattfinden. Das wurde in der Pandemie eben auch recht häufig genutzt. Oder dass darüber jetzt auch so formative Prüfungen gemacht wurden, die hinterher kumuliert dann auch als summative Prüfungen anerkannt wurden. Also da gibt es eben unterschiedliche Möglichkeiten, dass dann noch so über das eigentliche Lehr-Moodle so zusätzliche alternative Prüfungsformen anzubieten. Aber das ging dann quasi auch in Eigenregie der Lehrenden. Im Bereich Didaktik, da gibt es eben auch die Beratung quasi durch das ZIM und Bundle, wo wir die Lehrenden auch aufgeklärt haben, Supportdokumente erstellt haben. Was gibt es überhaupt für Prüfungsformen? Mit welchen Systemen bei uns könnt ihr die abbilden? Und wir dann eben auch unterschiedliche Möglichkeiten, wenn wir jetzt bei elektronischen Prüfungen online uns anschauen, was habt ihr da so für Möglichkeiten, an das System einzustellen? Macht ihr eine Open-Book-Prüfung oder eine Closed-Book-Prüfung? Sollte man eine feste oder eine zufällige Fragenreihenfolge wählen? Sollte man da eine lineare Strukturierung der Klausur, also so, dass man zum Beispiel nicht zur vorherigen Frage zurückspringen kann, sollte man sowas machen oder nicht?
Wie ist das mit Fragenpools, aus denen automatisch Fragen gezogen werden? Also wie kann man sowas machen, dass das sowohl didaktisch als auch rechtlich ganz ja, relativ sauber läuft? Zu solchen Fragen beraten wir dann eben auch zentral unsere Lehrenden und sind da so die Anlaufstelle für alle, die Informationsbedarf haben. Genau, und dann würde ich auch an dich übergeben, Alex, und wir schauen uns mal an, wie ihr das an der Freien Uni habt. Ja, also herzlichen Dank. Die generische Marschrichtung unterscheidet uns an der Freien Universität nicht so grundsätzlich von der in Wuppertal. Aber wir haben schon eine ganze kleine Zahl von tatsächlich durchaus vorliegenden Abweichungen, auf die ich auch gleich nochmal eingehen werde. Also wir haben mehrere Stufen bei uns. In der Prä-Corona-Zeit haben wir uns schon mit den rechtlichen Fragen etwas stärker beschäftigt. Und ich habe hier ein Zitat auch nochmal von Nils Fischer und Jeremias rausgesucht. Der Herr Dieterich wird an der neuen Auflage dieses Buches auch beteiligt sein. Das ist jetzt nämlich dann ab sofort Fischer, Jeremias und Dieterich in den neuen Varianten. Und hier wurde damals schon festgehalten für elektronische Prüfungen, das kam ja auch aus seinem Vortrag heraus, dass sie etwas genuin anderes sind und daher eine normative Grundlage bedürfen. So, und diese normative Grundlage, die haben wir damals schon im Vorfeld geschaffen. Wir hatten ein bisschen früher schon Kontakt zu den Verwaltungsrichtern aufgenommen, noch bevor sie ihr Buch da aktualisiert hatten. Und das sind die Formen, das ist bei uns in der sogenannten Rahmenstudien- und Prüfungsordnung drin enthalten. Das ist Paragraph 12, das eben Studien, elektronische Leistungen eingebracht werden können, eben um Hochschulleistungen dann auch anzuerkennen. Das sind ein paar Bedingungen, die ich hier auch aufgelistet habe. Die müssen wir jetzt nicht im Detail durchgehen, aber das Wichtige ist, dass wir diese normative Grundlage dafür geschaffen haben. Das ist so ein bisschen das, was der Alain Keller auch gerade eben in der Landesverordnung von NRW skizziert hatte. Wir mussten das auf der anderen Fallhöhe bei uns regeln, nämlich auf der Ebene der Hochschulsatzungen. Ja, durch Corona hat sich das Ganze noch mal ein bisschen verschoben. Wir haben einen sogenannten Berliner Stufenplan und auch diverse Landesverordnungen, auf die ich jetzt im Detail an der Stelle auch nicht so tief eingehen möchte, die aber im Wesentlichen aufgrund der Besonderheit von Berlin dazu führten, dass eigentlich den Hochschulen sehr viel Regelungsmöglichkeiten selber in die Hand gegeben wurde. Das ist ein Vorteil und ein Nachteil zugleich. Ich habe hier irgendwo gerade auch gesehen, meine Kollegin aus der Berlin University Alliance, die Gabriela Fernandes, ist nämlich auch hier. Wir hatten uns alle nicht ganz so groß darüber gefreut, um ehrlich zu sein, dass wir so viele Regelungsmöglichkeiten jetzt selber haben. Aber im Vorwahlkampf vermutlich hier in Berlin wurde da halt eben tatsächlich von Abstand genommen, eine zentrale landesweite Regelung mit auf den Weg zu bringen. Was wir am Ende gemacht haben, ist, wir haben ein sogenanntes Eckpunktepapier bereits im Sommer 2020 mit dem Präsidium entwickelt, was universitätsweit auch zur Anwendung kam. Und ich habe Ihnen eigentlich den relevanten Ausschnitt davon hier einmal rechtzeitig auch, wahrscheinlich ist es zu klein, aber ich kann es ganz kurz mal skizzieren, mich auf den Weg gebracht. Das heißt, wir haben in der Ausgangssituation in den Prüfungsordnungen schriftliche Prüfung oder schriftliche Hausarbeit, mündliche Prüfung, praktische Prüfung oder eine sogenannte Prüfung mit zwei Elementen. Das klingt sehr fancy, ist aber eigentlich nichts anderes, als dass es eine mündliche und einen schriftlichen Prüfungsteil gibt. Insofern, das nennt sich nur bei uns der Besonderheit halber Prüfung mit zwei Elementen. So, und dafür haben wir für diese ganzen in den Prüfungsordnungen vorgelegten Ausgangsprüfungsformen haben wir dann Alternativformate definiert, die quasi durch Beschluss der entsprechenden Fachbereiche dann auch in den Fachbereichen zum Einsatz kommen kann, zumindest während der Pandemie. Also schriftliche Klausuren können in mündliche Distanzprüfungen, E-Examinations at Home, was das ist, werde ich gleich nochmal erzählen, schriftliche Hausarbeit oder auch häusliche Klausur durchgeführt, um da ein bisschen den Spannungsbogen rauszunehmen. Die sogenannte häusliche Klausur, da wurde relativ wenig von Gebrauch gemacht. Um vielleicht auch nochmal an der Stelle einen kleinen Rückgriff auf den Vortrag von Herrn Dieterich vorzunehmen. Klausur erfordert ja die Aufsicht, nicht wahr? Und mit der Aufsicht tun wir uns in Berlin ein bisschen schwer, weil es den Generalverdacht beinhaltet, dass wir Leute an dieser Stelle überwachen.
Deswegen wurde von der häuslichen Klausur nur in den Fällen tatsächlich Gebrauch gemacht, wo wir von allen Studierenden eine Einverständniserklärung erlangen konnten. In anderen Fällen wurde von dieser Prüfungsform tatsächlich kein Gebrauch gemacht. Das E-Examinations at Home-Format ist kein digitales Klausurformat, sondern es ist ein digitales Prüfungsformat. Ein kleiner, aber relevanter Unterschied. Wir haben jetzt eine kleine Erweiterung noch im Berliner Hochschulgesetz auch vor den oder vielmehr pünktlich zu den Wahlen bekommen. Das ist aber, wie soll ich sagen, auch spartanisch, könnte man fast sagen. Paragraph 32 an dieser Stelle belässt den Universitäten sehr viel Handlungsmöglichkeiten in Eigenregie. Hochschulprüfungen können auch in digitaler Form durchgeführt werden. Das ist insbesondere für die 38 Hochschulen im Land Berlin neben der Freien Universität interessant gewesen, die nämlich bislang keine Regelung bei sich in der eigenen Rahmenstudienprüfungsordnung drin hatten. Was bei uns zumindest noch offen ist, ist tatsächlich eine rechtliche Regelung für die Fernbeaufsichtigung. Deswegen werden wir vermutlich in diesem Wintersemester auch nur vereinzelt in eine generische und nicht in eine generische Möglichkeit der Fernbeaufsichtigung reinkommen. Ich sagte es eben schon, von der häuslichen Klausur, egal ob digital oder analog, wurde bislang nur recht wenig Gebrauch gemacht. Davon gehen wir jetzt in diesem Wintersemester erstmal auch weiterhin aus. Die erste Hochschule, mit der die eine solche Regelung bei sich jetzt im Land Berlin in die Rahmenstudienprüfungsordnung überführt hat, ist die Humboldt-Universität. Die FU und die Humboldt-Universität haben gemeinsam mit der Senatskanzlei im Vorfeld Rahmenparameter erarbeitet, die in den Rahmenstudienprüfungsordnungen enthalten sein soll. Die HU ist an dieser Stelle ein ganz kleines bisschen schneller gewesen, das Ganze auch auszurollen. Genau, was haben wir gemacht? Stattdessen, und um das Ganze so ein bisschen gangbar zu machen für die vielen Studierenden, die wir an der Freien Universität haben, fast 35.000, wir haben schon lange ja in Vor-Corona-Zeiten ohnehin einen Full-Service-Betrieb für digitale Prüfungen durchgeführt. Der Bereich, den nannte ich eben schon, den Herr Dietz, mein Kollege und ich koordinieren, das ist der E-Learning- und E-Examinations-Bereich. Zentraler Full-Service bedeutet, dass wir von den Lehrenden an dieser Stelle die Prüfungsaufgaben übermittelt bekommen und wir auch die formal didaktische und technische Implementation für die Lehrenden übernehmen. Hat sich in Vor-Corona-Zeit durchaus bezahlt gemacht, auch aus unserer Perspektive rein aus der Professionalisierungssicht, weil doch die Editoren zum Erfassen solcher Prüfungsaufgaben bei weitem nicht ganz so einfach zu bedienen sind. Wir lehnen jetzt allerdings im Rahmen der Corona-Pandemie von einem deutlich zugenommenen Kompetenzniveau auch auf Seiten der Lehrenden im Umgang mit digitalen Technologien aus. Herr Wolf, ich sehe Sie ziehen die Augenbrauen hoch, ich habe es gesehen. Ich lasse das mal als Arbeitshypothese im Raum stehen. Aber wir gehen davon aus, dass eben dort die Kompetenzen zumindest im Durchschnitt ein bisschen angestiegen sind, sodass wir die Lehrenden perspektivisch dort auch stärker mit beteiligen möchten in der technischen Erfassung. Das haben wir jetzt gerade projektiert für die nächsten 2 Jahre auf den Weg gebracht. Da kümmern sich jetzt 3 Kolleginnen und Kollegen drum, um das einmal aufzubereiten, welche Möglichkeiten es an dieser Stelle gibt. Vielleicht als kleine Besonderheit, die FU ist eine geistes- und sozialwissenschaftlich überwiegend ausgerichtete Universität. Nicht so wie eine technische Universität oder wie eine RWTH, die halt eben relativ einfach dann auch den Zugang finden, weil ohnehin die ganze Zeit technische Tools in Masse benutzt werden. Das ist bei uns ein ganz kleines bisschen anders. Deswegen könnte es sein, dass wir aufgrund dieser fachkulturellen Spezifika dort möglicherweise andere Anwendungsszenarien für diesen Service dann konzipieren werden müssen. Genau, für Corona haben wir ein Wiki aufgesetzt mit einer Unzahl an Informationen. Den Link habe ich auch hier. Wir stellen Ihnen hinterher auch die Präsentation zur Verfügung. Auch das Wiki ist von außen voll zugänglich für Lehrende und für Studierende. Erfreut sich einer großen Nachfrage. Das sind alles die zentralen Varianten. Das ist im Prinzip die Substitution der vormalig schriftlichen bzw. elektronischen Präsenzprüfung. Das wird alles bei uns abgewickelt. Mündliche oder weitere schriftliche und sonstige Prüfungen werden dezentral von den Fachbereichen selbst organisiert. Da haben wir relativ wenig mit an der Stelle zu tun.
Darüber hinaus, das hatte ich eben schon im Nebensatz angedeutet, haben wir ein etwas größeres Projekt im Rahmen der Berlin University Alliance. Das nennt sich E-Assessment Alliance, gemeinsam mit der Technischen Universität Gabriela Fernandes, die heute hier auch dabei ist, hatte ich eben schon vorgestellt, mit der Humboldt-Universität Berlin und auch mit der Charité, wo wir uns ein bisschen der Frage widmen wollen, wie wir das Serviceangebot über alle Hochschulen hinweg konzipieren können. Insgesamt betreuen wir an den vier Hochschulen knapp 115 oder 120.000 Studierende. Das ist eine recht große Zahl und wir wollen innerhalb dieses BMBF-geförderten Exzellenzprojekts gerne ein bisschen auf die Qualitätsstandards uns konzentrieren und die in allen auch von ja bereits genannten vier Feldern eigentlich versuchen wollen zu harmonisieren, sodass wir dort auch zu einer deutlich besseren Vergleichbarkeit natürlich kommen wollen. Welche Technologien nutzen wir an der FU? Das ist ähnlich, deshalb kennen Alain und ich uns nämlich auch schon etwas länger. Wir benutzen auch das L-Plus-System von den Kollegen von der Firma L-Plus aus Bremen. Darüber hinaus setzen wir den Self-Examen-Browser von der ETH Zürich ein, auch gerade in Pandemiezeiten, um zumindest grobschlächtiges Copy-and-Paste weitestgehend zu verhindern und natürlich auch in Vorbereitung darauf, dass wir dann recht einfach, so wie dann das rechtlich grüne Licht erhalten, die Videobeaufsichtigung dort mit natürlich dann auch automatisch implementieren können. Genau, Kompatibilität von dem Self-Exam-Browser für diejenigen, die da nicht so genau Bescheid wissen, ist bei uns zumindest, machen wir Support für Windows 10. Das Ding geht aber auch noch mit Windows 7, aber 7 ist ja aus dem Lifecycle raus. Windows 11 habe ich zumindest noch nicht erprobt. macOS eben darüber hinaus auch noch. Alles, was größer als 10.14 ist, wird mit diesem Browser-Typen, mit diesem Sicherheitsbrowser unterstützt. Der Sicherheitsbrowser macht nichts anderes, als dass wir eigentlich eine, sage ich mal, definierte Umgebung auf den Rechnern der Studierenden erzeugen können, halbwegs definierte Umgebung und den Studierenden ein bisschen den Zugriff auf ihre Ressourcen, auf ihren entsprechenden Geräten damit untersagen können. Deswegen sagte ich eben gerade auch, Copy and Paste kann damit ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern Copy and Paste kann entirely unterbunden werden damit. Und es hat gleichzeitig für uns natürlich den Vorteil, dass wir damit eine Art Standardisierung auf den doch sehr heterogenen Endgeräten der Studierenden herstellen können. Ne, nicht so Firefox und Chrome in Version 90 oder 115, sondern eben eine spezifische Browser-Version, um halt eben auch für uns das Eingrenzen gegebenenfalls von Fehlern deutlich zu vereinfachen. Genau, Didaktik, was machen wir da? Eigentlich sind wir ja ein technischer Dienstleister, aber ein ganz kleines bisschen lehnen wir uns an der Stelle dann doch ins didaktische Feld rein, was ja zur Leistungserbringung erforderlich ist. Das machen wir bei uns auch in unserem eigenen Arbeitsbereich Learning Examinations, aber natürlich auch ganz exponiert gemeinsam mit dem Dahlem Center for Academic Teaching bei uns. Das ist das DCAT, die dort auch sehr umtriebig mit uns gemeinsam unterstützen. Wir implementieren ganz massiv momentan natürlich Openbook-Szenarien. Wir gucken im Rahmen der Implementation trotzdem so ein bisschen auf die formalen Kriterien. Ne? Ich weiß nicht, ob irgendjemand diesen Begriff Split-Attention-Effekt kennt. Beispielsweise bei der Anordnung von Oberflächen gibt es so kognitive Besonderheiten. Genau, Alain, du langweilst dich jetzt, du kennst das alles auswendig. Ein bisschen Besonderheiten, damit natürlich auch die Verständlichkeit von Aufgabenstellungen bei den Studierenden natürlich gewährleistet ist. Da gucken wir so ein bisschen drauf, weil natürlich wir diese Expertise von nicht allen Lehrenden an dieser Stelle erwarten können. Wir machen auf Wunsch eine prüfungstaxonomische Analyse, auch hinsichtlich Test-Wiseness. Begriffe, die wir, sofern sie nicht vollständig bekannt sind, der Alain und ich gerne auch nochmal ein bisschen erläutern können. Es geht ein bisschen in der Tagespresse ging es so ein ganz kleines bisschen hin und her. Und dann komme ich auch gleich ganz zügig zum Ende. In der Tagespresse ging es immer ein bisschen durcheinander, weil es immer hieß Open-Book-Prüfungen, aber in Wahrheit waren damit eigentlich höhertaxonomische Prüfungsformen genannt. Insbesondere der Kollege aus Köln, der Herr Schwartmann, hat immer den Begriff Open-Book-Prüfungen bei uns ja jetzt durch die FAZ etc. durchgetrieben. Aber es ging eigentlich darum, dass wir höhertaxonomische Prüfungen dort machen. Das heißt, es wird nicht einfach nur Wissen abgefragt, sondern auf unterschiedlichen Anwendungsniveaus dieses Wissen eigentlich versucht mit einzubringen und damit eigentlich eine Kompetenz
Anwendungen und Messungen eigentlich vorgenommen. Testwiseness ist demgegenüber nichts anderes, als dass man auch ohne Ahnung eine Prüfung entlang von formalen Kriterien gut, insbesondere bei geschlossenen Aufgabenformaten, beantworten kann. Können wir gerne später aber auch nochmal darauf eingehen, falls das nicht bekannt ist. Randomisierung machen wir, das ist klar. Aufgabenreihenfolgen, Antwortoptionen, da haben wir eine ganze Menge im Repertoire, um auch dort mit dieser Maßnahme Cheating-Möglichkeiten stärker zu unterbinden. Und seit Wintersemester 2020/21 machen wir auch Zufallsziehungen aus großen Katalogen, sodass dann natürlich im Zusammenhang auch mit der Randomisierung die Möglichkeiten für Cheating noch weiter abgesenkt werden. Um das vielleicht vorneweg zu sagen, ich würde an der Stelle gerne das Paper auch von dem Kollegen Janke, ich glaube aus Mainz, empfehlen, der sich dann mit dem Cheating auch im Rahmen der Corona-Pandemie ganz massiv beschäftigt hat. Die Cheating-Wahrscheinlichkeiten sind trotz alledem bei Distanzprüfungen höher. Mit diesem Umstand müssen wir uns Corona-bedingt an dieser Stelle ein ganz kleines bisschen anfreunden.